Halli, hallo, hallöle und willkommen zurück zu Let's Play Agatha Christie, Hercule Poirot, das Böse unter der Sonne. Wir waren stehen geblieben, dass wir. Ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Wir wollten, ach ja, genau, wir wollten noch mal ein bisschen weiter die Insel erforschen. Ich möchte mit dir reden. Guten Tag, Madame Gardiner. Hallo, Mr. Poirot. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Ich würde mich freuen, vielen Dank. Das ist ein bezauberndes Schultertuch. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich arbeite schon Jahre daran. Stricken Sie gern? Oh ja. Oakley hat seine Münzen. Ich habe das hier. Da, bitte. Fertig. Sie sind sehr begabt. Monsieur Gardiner sieht noch sehr jung aus für einen Pensionär. Oh, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, Mr. Poirot, Oakley hat sich die Pensionierung nicht ausgesucht. Sie kam zwangsweise. Ein finanzieller Fehlschlag? Ja, er erwähnte doch das Theater, das er geleitet hat, nicht wahr? Bien sûr. Nun, er war auch der Besitzer. Und da die Besucherzahlen zu wünschen übrig ließen, verfiel er auf die Idee, viel Geld, mehr als er sich zu verlieren leisten konnte, für einen Star auszugeben, der dort auftreten sollte. Sie nahm das Geld, sagte dann wegen Krankheit ab, die ganze Sache fiel ins Wasser. Er konnte das Theater nur noch schließen. Tja, und wer ist das Nun wohl? leben wir von seiner Soldatenrente und meinen kleinen Ersparnissen. Was führt Sie nach Seadrift Island, Madame Gardner? Also unser... Oh Gott! Was ist? Unser Hochzeitstag. Heute sind wir 29 Jahre verheiratet und ich hab's vergessen. Ich habe kein Geschenk für ihn. Vielleicht dieses Schultertuch? Ich habe so etwas oft als sehr nützlich empfunden, um die Kälte eines Winterabends abzuwehren. Oakley würde so etwas nicht einmal als Leichentuch tragen und ich habe keine Zeit mehr, ihm noch etwas anderes zu stricken. Ich verstehe. Oh, Mr. Poirot, ich weiß genau, er wird mir heute beim Abendessen mein Geschenk geben. Was soll ich nur machen? Erlauben Sie Poirot, Ihnen zu helfen. Ich werde ein passendes Geschenk finden. Wenn Sie das schaffen, gehört dieses Schultertuch Ihnen. Ich sollte lieber ins Hotel zurückgehen. Ich muss mich ja noch hübsch machen fürs Dinner. Boah, ist sie schnell weg. Poirot, wir haben zu viel zu erledigen, um uns um so etwas zu kümmern. Au contraire, mon ami. Es schadet nicht, Menschen in Notlagen zu helfen. Und dieses Schultertuch finde ich wirklich sehr hübsch. So, hier war sonst nichts weiter. Ich glaube, das wird jetzt immer so anfangen, dass wir immer wieder eine Runde drehen müssen. Ich nehme das Badefloß, Hastings. Aber erwarten Sie nicht, dass Poirot damit die Wellen durchpflückt. Bootslack. Machen Sie den Deckel auf, Poirot. Wenn ich diesen Bootslack auf meine Kleidung bekomme, zahlen Sie für die Reinigung. Schade. Es ist ganz fest zu. Ich bekomme es nicht auf. Gut. Schöne Aussicht, Hastings. Aber meine Augen. Aha, hier ist aber sonst nichts weiter. Was haben wir denn? Gucken wir mal, was wir im Inventar jetzt haben. Hastings, dieser Versuch ist Ihrer unwürdig. Tut mir leid, Morna. Okay. Das wird uns bestimmt später alles weiterhelfen. Nein. Geht doch. Gut. Und weiter geht's.
Hier ist nichts. Gucken wir mal jetzt in die Bar noch mal rein. Oh, Entschuldigung. Excusez-moi. Was haben wir denn da jetzt eingesteckt eigentlich? Eispickel. Nee, sonst ist hier nichts mehr. Nee. Ja, was kann ich sonst so groß sagen? Wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt weiterkommen. Ein Eispickel, wofür können wir die denn gebrauchen? Diese Tür. Okay, vielleicht haben wir den Schlüssel hierfür. Nein. Hölzernes Ruder. Nein. Badefloß. Hastings. Komm, mit dem Eispickel hauen wir jetzt die Tür auf. Ach, schade. Aber Poirot neigt nicht zur körperlichen Gewalt. Mal gucken, ob wir jetzt hier den Traktor kriegen. Keine Antwort. Wahrscheinlich hat Jenks den Abend frei. Und was, wenn es auf der Insel einen Notfall gibt? Dann wird sich wohl jemand nasse Füße holen. Gut. Wir haben hier noch einen Weg ausstehen, nämlich den hier hinten rum. Ach, er hier. Ich wollte Ihnen keinen Schrecken einjagen, Major Berry. Was? Einen Schrecken einjagen? Einen Mann, der 20 Jahre an der Front gedient hat? Unfug. Unfug. Der Kerl führt nichts Gutes im Schilde, Poirot. Merken Sie sich meine Worte. Jemand oder etwas interessiert ihn jedenfalls brennend. Hallo. Madame Marshall? Diese Insel ist einfach zu klein. Man kann nirgendwo mal alleine sein. Wenn Sie es wünschen, ziehe ich mich zurück. Nein, schon gut. Der berühmte Detektiv, nehme ich an. Ich stehe zu Ihren Diensten, Madame. Tun Sie das? Das ist ja unwahrscheinlich freundlich von Ihnen. Ich gehe davon aus, dass Kenneth Ihnen von den Drohbriefen erzählt hat, die ich erhalten habe. Ich finde, Sie sollten diese Briefe ernst nehmen, Madame. Da könnten Sie recht haben. Sie haben es sich also überlegt? So könnte man es ausdrücken. Um Ihnen helfen zu können, muss ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Impertinente Fragen, vermute ich. Notwendige Fragen. Nun gut, dann los. Hat Mr. Marshall Sie zu dem Entschluss gebracht, mit mir zu reden? Kenneth? Nein, natürlich nicht. Was war es denn dann? Ich habe eine weitere Drohung erhalten. Hier ist sie. Der Tag deiner Bestrafung ist nahe. Das klingt ja, als würden sich die Dinge zuspitzen, nicht wahr? Das würde ich auch so sehen, ja. Kennen Sie jemanden, der Ihnen schaden möchte? Ich bin reich, schön und berühmt.
Und diejenigen, die nicht so reich oder schön oder berühmt sind, empfinden ein gewisses Vergnügen, wenn jemand wie ich einen Fehler macht oder einen Schicksalsschlag erleidet. Die Klatschspalten und Boulevardblätter sorgen für Auflage mit Stories über das Unglück von Angehörigen der oberen 10.000. Was Sie sagen, mag alles stimmen. Doch diese Drohbriefe klingen nicht so, als wären sie nur aus Neid geschrieben worden. Die zugrunde liegende Emotion ist eine andere. Hass? Präzise. Es ist kein Geheimnis, dass ich bei Männern gut ankomme, Monsieur Poirot. Ich mag die Männer und die Männer mögen mich. Die Frauen weniger. Wenn ich jemanden verdächtigen müsste, dann eine Frau, die glaubt, ich hätte ihr irgendwas weggenommen. Ein Name wäre recht hilfreich. Mag sein, aber mehr werde ich nicht sagen. Gut, kurzer Schnitt